Yeah, hau den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Baller meine Worte in Lines, Creator Code für den Ripe. Ey, Crimex OG, ihr wisst Bescheid. Hey Leute, Crimex hier und heute gibt es mal eine Special-Episode von iCrimex sagt in Fortnite. Und zwar heute einfach mal mit 60 Spielern hier direkt neu aus der Season 10. Wir treffen uns alle bei Dusty. Keiner von euch darf natürlich eine Waffe nehmen, Leute, weil ja, ich bin hier der, der die Fragen stellt und die Waffen hat, ihr nicht. So, let's go. Bin auf jeden Fall mal echt gespannt mit, auf jeden Fall an meiner Seite, mein Co-Moderator Skonk. Stellt euch hier in einer Reihe an, diese Straße, wie gerade eben. Weil Skonk wird ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, das wird echt schwer für mich, den Überblick zu behalten mit 60 Spielern. Oh mein Gott, ey, wir haben nicht viel Zeit wegen der Zone, müssen wir uns hier direkt mal beeilen. Kommt mal alle kurz her. Ich sag's schon mal, ich sag's nur schon mal so kurz im Vorfeld. Wenn ich einen zwischendrin mit einer Waffe erwische, ja, der wird einfach, der ist halt direkt disqualifiziert, ja. Deswegen, wer eine Waffe irgendwie mitgenommen hat oder irgendwas mitgenommen hat, um sich einen Vorteil zu verschaffen, der kann das Ganze jetzt rausdroppen. Ja, jetzt passiert noch nichts. Wenn ich später damit erwische, der ist raus. Jetzt aber wirklich, iCrimex sagt, alle zum Bus. Wer jetzt nicht am Bus ist, wird abgeknallt, ja. Oh mein Gott, das ist zu krass. Auf jeden Fall Skonk an der Seite hier. Lasst auf jeden Fall mal ein Like da, wenn ihr das auch krass findet, wenn ihr das feiert. Und in diesem Sinne, so. iCrimex sagt, springen. Oh mein Gott, Bruder, ich hab gar keinen Überblick. Skonk, hier, ich glaube hier. Der erste weg, Digga. iCrimex sagt, aufhören mit springen. Ich hab nur einmal springen gesagt. Aufhören mit springen. Okay, warte, der da hinten provoziert mich. Der hat mich getriggert. Dann würde ich mal behaupten, kommt mal mit zur ersten Station. Oh, Bruder. Oh, Digga. Bruder, Skonk, hilf mit. Da sind echt einige gerade ausgeschieden. Banane auf jeden Fall auch. Da sind so einige gerade weg. Okay. iCrimex sagt, springen. Der Fisch ist weg. So, hier ist dieser No-Skin. Bist du hier gerade gesprungen? Wenn du gesprungen bist, dann nick einmal mit deinem Kopf. Ja, okay, gut. Da war ich mir nicht ganz sicher gerade. Dann jetzt ducken. Oh, 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 Bruder. Das war's dann komplett. Der auch hatte. So, haha. Ey, das ist richtig, hier ist richtig Action, wenn man das mit zu viel macht. iCrimex sagt, mitkommen. Alle mir hinterherlaufen. iCrimex sagt, stehen bleiben. Ah, hier der eine, der noch gesprungen. Oh, der ist hier am Tanzen, da muss ich aber ganz, leider sagen. Ja, das ist echt hart am Limit. Das ist ganz hart, ganz ach, grenzwertig. So, iCrimex sagt, bleibt alle stehen. Ich mache hier mal kurz was, ich will hier mal was vorbereiten. Warte, gut. Weiß ja nicht, was daran so schwer zu verstehen ist, wenn ich sage, iCrimex sagt, stehen bleiben. Oder, ja, übertreibst dich da hinten. Gut, hast du die Waffe? Dann würde ich mal behaupten, iCrimex sagt, ganz kurz, so nicht losrennen. Ich zähle dann von 3 runter. Nur schon mal ganz kurz für euch. Der Letzte, der gleich hier oben in dem Container drin ist, ist raus. Oder alle, die nicht reinpassen, sind raus, ja? 3, 2, 1. iCrimex sagt, rennt los. Oh mein Gott, Bruder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Einer blockiert alle. Oh mein Gott, einer ist schon runtergefallen. Ach du Scheiße, Bruder. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit Schießen, ne? Nee, warte noch nicht. Die haben noch kurz Zeit. Oh, die bauen drumherum. Ja, das ist okay. Die müssen im Container drin sein. Wer im Container drin ist, ist safe. Ihr habt noch kurz Zeit. Aber keine Sorge. Ich bin ja kein Unmensch. iCrimex sagt, ganz kurz, stopp. Niemand rumhacken und so. iCrimex sagt, alle, die nicht im Container drin sind, geht unten vor die Treppe. iCrimex sagt, jeder, der nicht im Container drin ist, unten vor die Treppe hingehen. Keine Sorge, ihr werdet nicht alle sterben. Oh, jetzt haben welche den Container kaputt gemacht. Andere Treppe. So, Fisch, das hab ich. Fisch. Ne, nicht bescheißen. Ich hab dich gesehen, dass du nicht drin warst. iCrimex sagt, alle, die nicht im Container waren, unten vor die Treppe. Okay, Bruder, er hat. So. So machen wir das hier. Gut, bei den anderen kann ich jetzt nicht nachweisen, wer drin war oder wer nicht. iCrimex sagt, die anderen bleiben oben stehen. So, okay. Jetzt würde ich mal behaupten, die es gerade nicht in den Container geschafft haben, ihr habt natürlich trotzdem noch eine Chance, weiterzukommen. Keine Sorge. Und zwar, so. iCrimex sagt, wer schießt hier? Hast du das? Oben aufhören. Okay. iCrimex sagt, alle, die unten stehen, geht in diese Box rein. iCrimex sagt, alle da unten drin stehen bleiben. Jetzt schauen wir einfach mal, wer das Ganze jetzt überlebt. iCrimex sagt, wer das Ganze jetzt überlebt, ist danach wieder würdig, zurück zur Gruppe zu gehen. Oh
Oh mein Gott. So, iCramix sagt, die Überlebenden kommen zu mir. So, sorry, Bro, wer genockt ist, ist auch raus. Hier wird aufgeräumt jetzt. Jetzt wird hier ein bisschen aufgeräumt, ja. So, iCramix sagt... Ah, ich habe noch eine lustige Idee. Warte, wir müssen... Das Ganze ist heute ein bisschen die Assi-Episode von iCramix sagt, weil wir müssen natürlich auch hier ein bisschen schnell die Spieler loswerden. iCramix sagt, alle, die oben auf dem Container stehen... Rennt jetzt hier runter, diese Treppe runter. iCramix sagt, alle, die auf dem Container stehen, hier unten runterrennen, hier runter. So, mal gucken, ob das alle überleben oder ob jemand hier schon mit Low HP direkt am Sturzschaden auf... Ja? Okay, haben alle überlebt den kleinen Sturzschaden. Ich wollte ein bisschen die Leute mit Low Life wegkriegen. Dann würde ich behaupten, iCramix sagt, geht wieder... iCramix sagt, die gerade runtergesprungen sind, geht zurück zum anderen Teil der Gruppe. Okay, iCramix sagt, alle mir nachlaufen. Ey, wo kam der denn her? Bruder, wo kamst du denn her? Okay, ich gebe dir nochmal eine Chance. iCramix sagt, alle mir nachlaufen. iCramix sagt, spring. Aha, okay. iCramix sagt, ducken. iCramix sagt, geduckt weiterlaufen. Jetzt spring. Jetzt spring. Aha, da, warte, da ist jemand gesprungen. Sehr schön, hast du gut gemacht, Skunk. Gutes Auge. Jetzt iCramix sagt, ihr dürft wieder normal sprinten. Ab in die Zone, alle hinter mir her sprinten. iCramix sagt, hinter mir her sprinten. Leute, hinter mir. Ich muss also jetzt, Leute, das jetzt wirklich konzentrieren. Jetzt fange ich an, richtig streng zu werden. Wer es jetzt nicht beim ersten Mal checkt, der wird direkt weggemacht, ja. Da gibt es jetzt kein Ding mehr. iCramix sagt, spring! Okay, sehr schön. iCramix sagt, weiterrennen. Und nochmal springen. Oh, warte mal, da habe ich ein paar gesehen. Da habe ich ein paar gesehen, Bruder. Sehr schön, weiter. iCramix sagt, weiter in die Zone laufen. iCramix sagt, weiter in die Zone laufen. iCramix sagt, alle hier am Rand aufstellen, am Rand von der Zone. iCramix sagt, droppt mir alle eure Mats. Alle Mats vor euch droppen. Mats vor euch droppen. Sehr schön, sehr schön. Okay. So. iCramix sagt, tanzen. Okay, jetzt aufpassen. iCramix sagt, macht Tanzschritte. Den Emote Tanzschritte. iCramix sagt, macht jetzt Tanzschritte. Ja, ich gebe euch auch kurz Zeit zum Suchen, ne? Ich bin ja kein Unmensch. iCramix sagt, macht jetzt Tanzschritte. Den Emote hat jeder. Ja, das ist nichts. Was hier mit dem No-Skin? Okay, gut, er hat... Oh, oh! iCramix sagt, lauf in die Zone! Oh Gott! Bitte nicht! Okay. Ey, man muss hier echt aufpassen, wenn man das in Public macht hier. iCramix sagt, der Letzte, der auf dem Wohnwagen drauf ist, ist raus. Ja, ein paar schlaue Köpfe haben es schon gecheckt mit der Bande an der Seite. Ey, ohne bauen, ohne bauen. Sorry. Hab gesehen, dass du baust, Bruder. Ohne bauen. Okay, 3. 2. Ey, die anderen blocken die oben, glaube ich. 1. Und 0. Alle, die nicht oben sind, sind jetzt raus. So. Oh. Ey, der Omega-Stock ist liegt. Was ist das denn? Oh, warte, hier liegt eine Skali, Alter. Die schnapp ich mir doch direkt, ne? 100 Pump. Okay, sehr schön. Dann würde ich mal behaupten... Oh, warte, wir müssen wieder in die Zone, Leute. Boah, das ist ja richtig nervig hier in diesen öffentlichen Lobbys. iCramix sagt, mitlaufen natürlich, ja? Boah, das sind jetzt hier die Aktiven. Die wären sogar in der Zone stehen geblieben, wenn ich nichts gesagt hätte. So, okay, jetzt das folgende Spiel kennt auch schon der ein oder andere von euch. Links ist Kopf, rechts ist Zahl. Entscheidet euch. iCramix sagt, geht in die Box, in die ihr wollt. Links ist Kopf, rechts ist Zahl. Wir werden jetzt eine Münze werfen. Okay, also links ist Kopf, rechts ist Zahl, okay? Ich habe jetzt hier eine 50-Cent-Münze, weil, ja,
Creator Code iCramix, so Team müsst ihr supporten. Dann ist hier vielleicht nächstes Mal 500, ha? Okay. Ah ja. Also, genau. Emily, entscheide dich jetzt. Okay. Zode kommt. Warte, ich mach noch schnell. Und es ist Kopf. iCramix, ey. Hallo. Ey, wer läuft da einfach raus aus der Ding? iCramix sagt, die, die überlebt haben, kommt mit in die neue Zone. So, und zwar Emily, du, dann nehmen wir noch hier den Farmer, du und du hier mit Helmkopf, ja, genau du. Ihr drei, iCramix sagt, kommt hier zu den Stühlen. iCramix sagt, der andere Rest der Truppe kommt hier ein paar Meter weiter weg zu mir. So, und wir spielen jetzt. Ey, warte mal, hey, warte mal, Filter. Farmer, iCramix sagt, Farmer, geh zu den anderen. Wir spielen jetzt hier Reise nach Jerusalem. Ja, ihr wisst, wie das geht. Ich mach jetzt hier. Musik, Musik, let's go. Ihr müsst um die Stühle rumlaufen, um die Stühle rumlaufen. Wenn die Musik aufhört, müsst ihr auf einem Stuhl stehen. Oh! Ja, abhauen läuft nicht. Wenn ich sage, kommt mal mit in die neueste Zone noch. Die wird jetzt dauerhaft moven. Ja, wir müssen irgendwas Schnelles jetzt machen. Alle springen! Oh mein Gott, okay. Okay. iCramix sagt, spring. iCramix sagt, jetzt kommt es drauf an, wer von euch am längsten überlebt. Skonk, du wirfst gleich deine Stinkbomben in die kleine Zone rein. Drei? Warte. Jetzt geht's ums Überleben, Leute. Noch nicht. Erst wenn die Zone klein ist. iCramix sagt, wer am längsten überlebt, gewinnt das Ganze jetzt hier. Dann, wenn die Zone full gemoved hat. Und jetzt Stinkbomben werfen. Überall schön verteilt, ja. Das Problem ist, ich töte mich selbst. Ja, wer werft? Ja. Oh, okay, wir sind nicht wirklich weniger geworden. Oh mein Gott, das wird kleinste, das wird sowas von kleinste Zone. Und ich habe auch selbst gar nicht so arg viel Leben. iCramix sagt, alle unten am Boden bleiben. iCramix sagt, mach Tanzschritte. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, er hat's geschafft, komm wieder in die Zone. Oh, oh. Oh nein. Wer ist der Letzte, der überlebt? Wer Kargob. War der Letzte? Kargob? Kargob. Nee, danach kommt... Nee, Kargob, stimmt. Nein. Kargob! Kargob hat gewonnen. Er war der Letzte, der überlebt hat. Okay, ich glaube dann heute für diese Episode, Kargob ist der Gewinner. Es tut mir leid, falls ich irgendwie mal jemanden aus Versehen gerade umgebracht habe oder irgendwas nicht 100% rechtens war. Aber Leute, es war einfach so schwer, da gerade den Überblick zu behalten. Nächstes Mal gibt's wieder hier mit 16 Leuten auf der iCramix Darkmap. Hat trotzdem übertrieben Spaß gemacht, Leute. Lasst ein Like da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und danke an alle, die dabei waren. Bis dahin, haut rein, Leute, euer iCramix.